geschätzte Damen und Herren vor den Bildschirmen, geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, für uns in diesem Land und vor allem für die Unternehmer gelten immer noch die 3G, die uns weiterhin einschränken in unseren Handel, in unseren Tun und in unseren unternehmerischen Handeln. Für diese Bundesregierung gelten die 3A, die drei Ausreden. Erste Ausrede, und der Kollege Matznetter hat es schon auf den Punkt gebracht, massiver Wirtschaftseinbruch, wird immer darauf hingewiesen, wir haben so einen großen Anteil beim Tourismus. Wenn man genauer hinschaut, ist der Tourismusanteil am BIP 7,3% in Österreich, also überschaubar. Zweite Ausrede, es gibt keine Alternative zum Lockdown. Selbstverständlich hätte es Alternativen zum Lockdown und dem ständigen Auf- und Zusperren gegeben. Andere Länder haben es uns vorgezeigt, wie zum Beispiel Schweden, die besser durch die Gesundheitskrise gekommen sind, also mit ihrem Gesundheitssystem, haben eine niedrigere Sterblichkeit, Gesamtsterblichkeit als Österreich und sind wesentlich besser durch die Wirtschaftskrise gekommen, mit einem Wirtschaftsrückgang von knapp 3% und wir mit über 7%. Und die dritte Ausrede, die drohende Überlastung des Gesundheitssystems, die immer uns vor Augen geführt worden ist. Dann habe ich eine Anfrage an eine Beschaffung, die Sie gemacht haben im Herbst, Frau Minister, bezüglich den Beatmungsgeräten, die nach Tschechien verliehen worden sind. Einmal vom Gesundheitsministerium eine Anfrage und dann vom Innenministerium, dass diese Geräte verliehen hat. Und ich bekomme dann als Antwort im Vorfeld, wurde mit dem Gesundheitsministerium abgeklärt, dass es durch das Verleihen dieser 45 Beatmungsgeräte zu keinerlei Überlastung des österreichischen Gesundheitssystems kommt. Also Sie stellen sich immer hierher, haben alles richtig gemacht. Wenn etwas jemand falsch gemacht hat, dann waren es die Unternehmer. Dann sind es die Unternehmer, die Fehler gemacht haben. Dann ist es die Bevölkerung, die Fehler gemacht haben. Aber diese Regierung hat immer alles richtig gemacht. Ich habe es als Managementversagen bisher bezeichnet. Mittlerweile muss ich sagen, das ist Dilettantismus, was hier regiert in Österreich. Die Hilfsmaßnahmen, Sie haben sie heute schon erwähnt und wieder gelobt, überbordende Richtlinien, überbordende Vorschriften. Die Unternehmer waren kaum bereit, diese Hilfsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, haben überall ihre Steuerberater gebraucht. Teilweise waren Branchen bis heuer in den Frühjahr nicht einmal anspruchsberechtigt. Unser Gerald Hauser hat gekämpft für die Privatzimmervermieter ein Jahr lang, dass sie anspruchsberechtigt waren. Andere indirekt Betroffene haben jahrelang, über das Jahr lang keine Ansprüche gehabt. Sie nennen die Digitalisierung. Ich erinnere Sie an das Kaufhaus Österreich, eine Blamage für diese Bundesregierung. Wir haben einen Finanzminister, der sehr vergesslich ist, wie die gesamte Bundesregierung mittlerweile offensichtlich, der Nullen vergisst im Budget, der sich an nichts erinnern kann, was er in den letzten Jahren gemacht haben. Sie haben versagt bei der Impfstoffbeschaffung, Sie haben versagt bei allen Maßnahmen, die Sie hier gesetzt haben in diesem letzten Jahr. Und jetzt kommen Sie mit einem Comeback-Plan. Nichts als Überschriften und das Einzige, was Sie immer erwähnen, ist die Investitionsprämie. Die Investitionsprämie, wo heute Unternehmen, Betriebe, großteils wieder die Industrie, die eigentlich relativ gut durch die Krise gekommen ist, Investitionen vorzieht aus der Zukunft und kaum neue Investitionen gemacht werden. Und das ist jetzt das große Paket, das Sie als Wirtschaftsstütze in Österreich sehen. Und Sie haben keinerlei Maßnahmen, sie wurden heute schon mehrfach erwähnt, vom Kollegen Schellhorn, vom Kollegen Kasecker, von allen anderen gesetzt, die entsprechende Reformen einzuleiten und entsprechend Gewerbeordnung zu reformieren, unseren Föderalismus zu reformieren, eine Aufgabenreform einzuleiten. Nichts von all dem liest man in Ihrem Programm. Und heute haben wir wieder eine Entwicklung, und die verschlafen Sie schon wieder seit Wochen und Monaten, und ich habe schon mehrfach auch in Ausschüssen darauf hingewiesen, haben wir eine Entwicklung bei Baustoffen, Werkstoffen und Rohstoffen, die Preise explodieren. Und das Einzige, was Sie heute machen, ist die Bundeswettbewerbsbehörde, die hier vielleicht einmal nachschauen könnte, woran liegt das? Liegt das wirklich nur daran, dass die Nachfrage aus dem Ausland so groß ist, dass so China die Wirtschaft schon wieder boomt oder dass in Amerika die Wirtschaft boomt? Oder wird diese Preiserhöhung künstlich herbeigeführt? Da nehmen Sie aber die Bundeswettbewerbsbehörde an die Kandare, wollen eine Berichtspflicht einführen, gegen den wir uns schon klar ausgesprochen haben und gegen den wir auch weiterhin einen Antrag einbringen werden. Und deshalb, Frau Minister, braucht es einen wirklichen Comeback-Plan. Es braucht nicht einen Comeback-Plan, es braucht einen Plan Österreich zuerst für die heimische Wirtschaft. Und ich werde auch heute noch einen entsprechenden Antrag einbringen, dass Vorrang für die heimische Wirtschaft gegeben wird bei der
Belieferung von Werkbau und Rohstoffen, dass sie die Arbeitsplätze, die Ausbildung und die Ausbildung von Facharbeitern und Lehrlingen endlich attraktivieren. Der Faktor Arbeit wurde heute auch schon erwähnt, ist immer noch zu hoch, und dass die Lohnnebenkosten endlich gesenkt werden. Neben der Umsetzung der Steuerreform, die unter unserer Regierung schon begonnen wurde, sind das die drei wesentlichen Punkte, auf die Sie sich beschränken sollten. Und dazu wird es heute auch noch einen Antrag geben. Dankeschön.